ich hier bin. Ja, herzlich willkommen erstmal nochmal hier bei Appmatics und vielen Dank an Anna und Vitali für den tollen Vortrag vorhin. Genau, wir wollen euch heute etwas über Dark Patterns näher bringen, wie Design täuschen kann und woran man es erkennt. Viele von euch kennen wahrscheinlich Dark Patterns. Ja, wir wollen euch heute einfach nochmal ein bisschen für das Thema sensibilisieren, euch aufklären, wie man sie erkennen kann, wie man sie vermeiden kann und einfach aus unserer UX-Sicht nochmal einen Blick auf das Thema werfen. Genau. Und erstmal nochmal kurz zu uns. Mein Name ist Hannes Hölzel, UX-Researcher hier bei Appmatics und ich bin heute zusammen hier mit meiner Kollegin Lisa. Ja, hallo zusammen, ich bin Lisa Truwina und ich bin ebenfalls UX-Researcherin hier bei Appmatics. Ja, genau, dieses Bild kennen wahrscheinlich viele von euch. Man ist irgendwie im Internet unterwegs, will sich ein neues Rezept raussuchen, will was Leckeres kochen, findet einen Link, klickt drauf und ja, das Erste, was kommt, ist ein Cookie-Banner. Und mich würde das mal kurz interessieren, gerne per Handzeichen, wer von euch würde denn hier jetzt auf alles akzeptieren klicken? Okay, schon ein paar. Und wie viele von euch wollen tatsächlich alle Cookies haben? Einer? Also, wie man schon sieht, nicht alle wollen die Cookies, aber genau. Das war jetzt ein erstes Beispiel für ein Dark Pattern. Und darüber wollen wir heute berichten. Genau, das Cookie-Banner eben war eben ein erster Einblick darin. Und wir haben ja ein Zitat mitgebracht von Harry Bricknell, einem britischen UX-Experten und Webdesigner, der sagt, ein Dark Pattern ist ein Benutzerschnittstellendesign, das darauf ausgelegt ist, den Benutzer zu Handlungen zu verleiten, die dessen Interessen entgegenlaufen. Genau, also Dark Pattern sind quasi Design-Tricks, die uns dazu bringen wollen, etwas zu tun, was wir eigentlich nicht unbedingt beabsichtigt haben. Und wie wir gerade gesehen haben bei dem Beispiel, alles akzeptieren ist natürlich ein hervorgehobener Button gewesen und das fällt natürlich ein bisschen leichter, da drauf zu klicken, als erst in die Einstellungen zu gehen, die Cookies abzulehnen. Ja, nicht gerade die nette Art, aber ja, viele machen es so und deswegen klickt man halt sehr oft auf alles akzeptieren. Genau, und bevor wir jetzt euch noch mehr zu Dark Pattern erzählen, wollen wir erst ein kleines Quiz mit euch machen. Genau, und deswegen könnt ihr gerne alle einmal euer Smartphone hervorholen und entweder könnt ihr einmal den QR-Code scannen, ich hoffe, das klappt jetzt auch mit der Leinwand, oder ihr könnt auf menti.com gehen und den Code eingeben. Genau, aber ich sehe hier schon ein paar Reaktionen, das sieht schon mal ganz gut aus. Gibt es noch jemanden, der die noch hinzukommen möchte? Okay, das sieht dann ja erstmal gut aus und genau, wir wollen so ein bisschen herausfinden, ja, wie euer Kenntnisstand zu Dark Patterns ist, beziehungsweise wie gut oder schlecht ihr sie heute auch erkennen könnt in diesem Quiz. Und da würde ich sagen, dann gehen wir einmal weiter und sehen, wir haben auf jeden Fall schon ganz viele Players beisammen und starten dann auch mit der ersten Frage. Also gleich kommen dann Bilder, sage ich mal, und ihr könnt dann jeweils eine Antwort dazu geben. Deswegen würde ich sagen, starten wir einmal los. Genau. Wie ihr seht, ja genau, das war eben auch ein Dark Pattern, das sollte so ein bisschen zeigen, dass wir durch die Verwendung des Wort nicht zum Beispiel auch dazu führen, dass wir die Leute ein bisschen verwirren oder ihnen das dann schwerer fällt, dann eben auch eine Entscheidung zu treffen. Genau, dann gehen wir einmal weiter zu der nächsten Frage. Genau, ja,
Auch hier die Tendenz zu, ja, das ist auch richtig. Das war auch eben ein Dark Pattern, dass, falls ihr es gesehen habt, das war im Checkout so, dass man eben einen höheren Betrag hatte. Das nennt sich Sneak into Basket. Das heißt, ohne dass wir das wussten, wurde halt etwas hinzugefügt, zum Beispiel eine Versicherung. Und genau das wollten wir hiermit zeigen. Und jetzt kommt noch unsere letzte Abfrage einmal. Genau, die letzte, dritte Frage. Und okay, also dabei neben unbedingt ist so ein E-Mail, sieht man das? Man kann die E-Mail-Adresse eingeben, das seht ihr wahrscheinlich auf dem Handy. Genau, hier deutlich auch mehr, haben mit Ja geantwortet, das ist auch richtig. Das war eben ein Dark Pattern, das sich bedient des Confirm-Shamings. Das heißt, hier kriegen wir das Gefühl, dass unsere eigene Entscheidung halt die falsche Entscheidung wäre und so, dass wir uns eben für die Optionen ja, entscheiden, die das Unternehmen möchte. Und ja, bedient sich eben auch Emotionen wie Shaming, um, ja, um eben das zu bekommen, was sie wollen. Und genau, dann sind wir auch schon am Ende des Tests angekommen und gucken uns einmal an, wer hier heute im Lead ist. Genau, das wäre einmal der Watson. Wer von euch ist Watson oder mag jemand sich identifizieren als diese Person? Ah, wir haben hier, glaube ich, hier. Ah, da, okay, wunderbar. Dann hast du auch Cookies gewonnen. Ich habe da auch ein Pattern erkannt bei dem Kragen. Egal. Genau. Wir wollten so einen kleinen ja, Einstieg einfach nochmal bieten in Dark Patterns, bevor wir jetzt nochmal weiter in die Materie kommen. Aber genau. Wir starten dann jetzt auch weiter tiefer rein und wollen uns einmal die Frage stellen, wie funktionieren überhaupt Dark Patterns? Dark Patterns benutzen eben oder nutzen unsere menschlichen Schwächen aus. Das heißt, wir sind vielleicht nicht immer sehr aufmerksam und klicken mal schnell weiter auf OK und können dann vielleicht mal ein Dark Pattern übersehen. Oder zu den menschlichen Schwächen gehören auch kognitive Verzerrungen. Das sind systematische Denk- und Wahrnehmungsfehler, die unterbewusst bei uns Menschen auch ablaufen können. Ein Beispiel für eine kognitive Verzerrung wäre zum Beispiel die Verlustaversion. Das heißt, wir haben die Tendenz, eher ja, Verluste zu vermeiden, als gleichwertige Gewinne zu erzielen. Beispielhaft sei hier gemeint, dass zum Beispiel wir in einem Online-Shop sind und wollen dann, sehen dann zum Beispiel, dass bis zum nächsten Tag wäre dann noch ein Rabatt zu bestimmten Produkten verfügbar. Dann sind wir eher dazu geneigt, diesem nachzugehen und dieses Produkt zu kaufen. Und ja, dieses Beispiel zeigt auch ein bisschen, dass wir hier auch mit Emotionen spielen können bei Dark Patterns. Das heißt, die bedienen sich eben auch dessen, dass ja, diese auch sowas wie Angst zum Beispiel auslösen können, eben durch diesen Effekt, dass etwas sehr dringlich oder sehr knapp ist. Und ja, möchten eben dadurch das erzielen, was sie eben möchten. Und ja, warum sind Dark Patterns problematisch? Sie sind natürlich so, haben natürlich negative Auswirkungen auf uns Nutzer. Das heißt, wenn wir zum Beispiel diesem einen Angebot nachgejagt sind, können wir dadurch auch zum Beispiel finanzielle Verluste erleiden. Und das wiederum kann auch dazu führen, ja, dass wir frustriert sind oder auch wütend sind, weil wir dann merken, Mensch, ich bin jetzt irgendwie auf so ein blödes Angebot reingefallen. Und auch aus ethischer Sicht ist es eben bedenklich, ja, menschliche Schwächen auszunutzen. Und eben auch aus ja, rechtlicher Sicht, beziehungsweise ja, ist es nicht immer so gut, wenn wir eben auch die Privatsphäre von Menschen zum Beispiel ausnutzen und zum Beispiel ohne unser Wissen Daten an Dritte weitergeben und diese dann die Möglichkeit haben, Phishing oder Profiling zu betreiben und eben unsere ja, Rechte eben auch da zu misshandeln. Genau. Genau, warum gibt es denn Dark Pattern? Da haben wir euch jetzt mal heute ein paar verschiedene Punkte mitgebracht, warum Unternehmen auf ihren Webseiten oder in ihren Produkten Dark Pattern einsetzen. Und ich sage mal, die drei größten, in unseren Augen seht ihr hier, ein Beispiel wäre eben ja, das kommerzielle Interesse. Dark Pattern können dazu oder können Unternehmen dazu helfen, dass sie mehr Abos bekommen, mehr Produkte verkaufen,
die Leute einfach in ihren Service hineindrängen, ohne dass sie es merken. Das heißt, es kann ja einfach dazu genutzt werden, um mehr Geld zu verdienen auf diese Art. Genau, dadurch hat man natürlich auch einen Wettbewerbsvorteil. Da kann man zum Beispiel auch wieder Dark Patterns einsetzen, dass die Leute schlechter aus den Services oder Abos rauskommen. Dazu erzählen wir euch auch gleich noch ein bisschen mehr. Schafft natürlich auch eine größere Nutzerbase, kann zu einem Wettbewerbsvorteil führen. Genau. Und dritter Punkt ist natürlich irgendwo auch eine fehlende Regulierung. In den meisten Gebieten weltweit gibt es keine gesetzlichen Vorgaben, die Dark Pattern sozusagen ja, einschränken würden. Das macht es natürlich für viele Unternehmen einfach, diese einzusetzen. Viele Leute erkennen diese eben nicht und somit ja, ist da die Hürde relativ gering, keine Dark Pattern einzusetzen. Und wenn es ja, Regulierungen gibt, sind oftmals die Strafen auch ja, relativ gering oder die Unternehmen werden gar nicht erst entdeckt, dass sie Dark Pattern einsetzen. Und zu diesen Regulierungen, dürfen die das eigentlich? Da wollen wir ein bisschen mehr noch sagen. Wie gerade schon angesprochen, eigentlich gibt es meistens keine Regulierung, aber zum Beispiel hier in der EU, wir haben die DSGVO natürlich seit einigen Jahren, die uns hier gewissen Schutz bietet und seit Februar diesen Jahres haben wir auch den Digital Service Act in Kraft, der Unternehmen, ja, eigentlich, oder Unternehmen ab einer gewissen Größe verbietet, Dark Pattern einzusetzen. Ja, in der Realität werden oftmals nur die ganz großen Fische erwischt. Es gab Amazon oder Facebook in den Medien immer mal wieder ja, Strafzahlungen, die diese leisten mussten. Kleinere ja, rutschen einfach durch, weil das eben ja, doch nicht so schnell entdeckt wird. Und genau, es gibt jetzt seit Ende letzten Jahres in Indien tatsächlich auch ein Gesetz, was Dark Pattern verbietet. Genau, das ist sozusagen auch ein erster Schritt, aber in den meisten Regionen weltweit gibt es eben, wie gesagt, wenig Hürden, um wirklich Dark Pattern einzuschränken. Genau, und jetzt wollen wir uns im Folgenden die Taxonomien einmal anschauen. Das heißt, wir wollen uns angucken, in welche Gruppen kann man die Dark Patterns einteilen und wollen die euch heute einmal vorstellen. Eine Gruppe von Dark Patterns benutzt das Druckmittel, sage ich mal, um eben eine bestimmte Handlung zu provozieren oder zu unterlassen. Und hier in dem Beispiel sehen wir zum Beispiel, wir gehen jetzt einmal davon aus, wir möchten in Urlaub fahren und sehen dann hier, dass es ein Strandhotel gibt. Und dieses Strandhotel ist auch sehr gefragt, es wurde sehr häufig in den letzten 24 Stunden gebucht. Das heißt, hier wird mit der Dringlichkeit auch so ein bisschen gespielt mit diesem Dark Pattern, dass eben ja, dieses Angebot vielleicht auch sehr schnell weg sein würde. Und wir sehen gleichzeitig auch, dass nur noch eine Ferienwohnung zu diesem Preis auf der Seite verfügbar ist. Das heißt, hier wird auch mit Knappheit gespielt. Das heißt, dieses Dark Pattern will uns natürlich da hier dazu zu verleiten, dass wir dieses Angebot schnell kaufen. Insbesondere gesetzt den Fall, es ist jetzt auch etwas, was wir faken und das stimmt auch gar nicht, ist es insbesondere dann auch ein Dark Pattern. Eine weitere Kategorie von Dark Patterns ist darauf ausgelegt, dass sie Benutzerschnittstellen so gestalten, dass sie irreführend sind und eben uns dazu verleiten, dass wir auch ja, nicht die richtige Entscheidung vielleicht für uns treffen. Und so kann es zum Beispiel sein, dass Informationen versteckt werden, die eben aber vielleicht wichtig wären für uns, damit wir auch eine gescheite Entscheidung treffen können. Hier in dem Beispiel haben wir einmal zwei Flugtarife und da sehen wir, hier ist ein Dark Pattern der False Hierarchy bzw. Pressure Selling angewandt worden. Wir sehen hier ganz klar deutlich, welche Option hier in den Vordergrund gerückt wird. Das ist die der Regular Tarif in diesem Falle. Wir sehen, es ist alles sehr schön grün und bietet uns nur Vorteile und ist auch gar nicht so teuer, sondern ist in dem augenscheinlich im ersten Moment, denken wir, okay, zu dem Basic-Tarif deutlich billiger, aber es wäre eigentlich nur der Aufpreis, der hier gegeben wäre. Und dieses Dark Pattern bedient sich eben dadurch, dass dadurch versucht wird, eben die teurere Variante zu wählen. Eine dritte Gruppe von Dark Patterns möchte uns Hindernisse bzw. Steine in den Weg legen. Also das bedeutet, die wollen uns extra irgendwie etwas schwer machen. Das heißt, wir müssen da vielleicht mehr Steps einbeziehen, damit wir irgendwie zu unserem Ziel kommen. Und hier haben wir einmal das Roach Motel als Dark Pattern mitgebracht als Beispiel.
Das funktioniert so wie eine Schabenfalle. Das heißt, es ist sehr verlockend und einfach, in diese Falle einzutreten. Aber es ist sehr schwer, rauszukommen. Und ja, in diesem Falle wäre es zum Beispiel so, wir gehen jetzt mal davon aus, es war super einfach, dieses Abo abzuschließen. Wenn wir das dann aber kündigen wollen, dann sehen wir wie hier, müssen wir erst jemanden anrufen, dann werden wir auch erstmal wahrscheinlich beraten und dann wird uns davon abgeraten, das Abo zu kündigen. Und tatsächlich ist es jetzt auch so, seit 2022 gibt es auch ein Gesetz, das das auch verbietet. Das heißt, wenn ihr das irgendwo seht, das ist gesetzlich jetzt auch verboten, es muss einen Kündigungsbutton geben. Genau, ein weiterer Bereich ist der Bereich des Erschleichens. Das bedeutet, dass die Nutzenden die Konsequenzen ihrer Handlungen aufgrund heimlicher Änderungen nicht merken. Und da wäre ein Beispiel, dass der Hidden Subscription. Und hier vielleicht auch mal ganz kurz Handzeichen. Wer von euch hat denn mal irgendwo ein Probeabo abgeschlossen online und das dann vergessen zu kündigen? Ja, okay. Genau, das ist ein, sage ich mal, sehr gängiges Dark Pattern, wo oftmals sehr fies im Kleingedruckten steht, dass man einen Probemonat dann, dass sich Probemonat in einen ganzen weiteren bezahlten Monat oder eben in ein Abo umwandelt, manchmal auch in ein Jahresabo, wenn man Pech hat. Also das ist sozusagen was man doch sehr schnell überliest und eben da auch sehr leicht reingerät und sich dadurch eben die Unternehmen auch, wie davor schon angesprochen, sehr leicht ein Abo mehrmal erschleichen können, einfach durch Dark Design. Genau, und wir haben dann noch den Bereich der erzwungenen Handlung. Das ist, wenn keine Entscheidungsmöglichkeit oder mindestens eine Entscheidungsalternative an zusätzliche Bedingungen geknüpft ist. Und da gibt es das große Beispiel Facebook. Das Pattern dazu hat sogar einen ganz spannenden Namen. Das heißt Privacy Suckering, kommt von Mark Zuckerberg, dem Gründer von Facebook. Und im Grunde besteht das sogar aus mehreren kleinen Dark Pattern, kann man sagen. Facebook will viele Daten von einem, wenn man daran teilnehmen will, wenn man sich einloggen will, hat einige dubiose Datenschutz-Updates gehabt, die man schlecht umgehen konnte. Und wird dazu weiter reingedrängt, noch mehr persönliche Informationen preiszugeben. Das führte auch, ihr wisst es wahrscheinlich alle, zu bestimmten weltpolitischen Gegebenheiten, auch US-Wahl 2016 oder der Cambridge Analytica-Skandal, der darauf folgte. Auch so ist es mal ganz spannend, wenn man dorthin findet, das ist in sich auch schon ein Dark Pattern, zu gucken, was Facebook über einen weiß. Und kann ich euch nur mal empfehlen, reinzugucken, was Facebook über eure Online-Verhalten außerhalb der Facebook-App tatsächlich weiß. Das ist durchaus auch ein bisschen gruselig. Genau. Hier ist nochmal eine Zusammenfassung der bestehenden Taxonomien. Wir haben euch jetzt aus jedem dieser fünf Bereiche ein Beispiel gebracht. Es gibt, wie ihr seht, noch mehr Dark Pattern. Und wir wollen euch einfach ermutigen, auch abseits oder nachfolgend an diesem Vortrag auch weiterhin selbstständig die Augen offen zu halten und euch weiterhin aufzuklären und auch andere aufzuklären eben über diese Designmuster. Und dazu wird euch Lisa jetzt auch noch ein bisschen mehr erzählen. Genau. Dark Patterns sind dazu ausgelegt, subtil zu sein. Das heißt, sie möchten besonders wenig auffallen, damit wir eben darauf reinfallen. Deswegen ist es umso wichtiger, dass wir als Verbraucher auch die Augen offen haben und eben Dark Patterns auch gut identifizieren können. Da haben wir für euch heute so vier Möglichkeiten einmal mitgebracht. Natürlich, wie Hannes gerade gesagt hat, ist es sehr ratsam, sich über Dark Patterns generell erstmal zu informieren, damit man überhaupt weiß, welche es gibt und wie sie funktionieren. Das heißt, es gibt auch Webseiten, die man sich da zu Gemüte führen kann. Man kann da auch ganz viele Beispiele sich anschauen. Gleichzeitig ist es auch ratsam, achtsam zu sein. Das heißt, wir können auch wirklich überprüfen, ist das Design möchte das Design etwas vortäuschen, werden hier falsche oder irreführende Formulierungen genutzt, kommen hier ständig Pop-ups, die mich nerven und irgendwie was von mir wollen. Das heißt, da können wir einfach auch achtsam sein und entsprechend nicht automatisiert handeln. Das heißt eben auch, dass wir ruhig auch kritischer sein dürfen oder skeptischer sein dürfen. Wir können
eben einfach auch mal hinterfragen, wenn wir Informationen sehen im Internet, sind das überhaupt richtige Preise zum Beispiel, oder soll ich lieber nochmal vielleicht irgendwo Preise vergleichen, kann ich nochmal Vergleichsportale nochmal zu Rate ziehen. Das heißt, genau, wir können das einfach mal hinterfragen, nicht immer alles so nehmen, wie es ist. Und der vierte Aspekt wäre eben, dass wir uns auch Zeit nehmen und wählerisch sind. Das heißt, wenn wir zum Beispiel kurz davor sind, so einem Angebot nachzujagen, können wir vielleicht diesem Impuls so ein bisschen standhalten, vielleicht auch mal eine Nacht drüber schlafen, mal drüber nachdenken, möchten wir das überhaupt oder ist es wirklich etwas, wo wir gerade merken, da wurden wir gerade so ein bisschen so reingezogen in dieses Angebot. Und was auch unsere Daten angeht, die wir selber preisgeben, wir können auch wählerisch sein. Das heißt, wir können auch mal hinterfragen, die ganzen Plattformen, auf denen wir zum Beispiel angemeldet sind, brauche ich die überhaupt? Möchte ich auch mit denen irgendwie alles teilen oder möchte ich vielleicht gucken, welche Daten sammeln die überhaupt über mich? Das heißt, auch da können wir ein bisschen wählerischer sein, mit wem wir hier unsere Daten teilen wollen. Und ja, wie kann das Ganze in der Zukunft aussehen? Aktuell ist es ja bereits schon so, dass neue Technologien auf dem Markt sind und die eben ja auch die Möglichkeit bringen, dass eben Dark Patterns auf ganz neuen Wegen auch ausgelebt werden. Das heißt, wir haben sowas wie Voice Assistant, Smart Home Technologien, Augmented Realities, sie bieten alle neue Wege für uns, beziehungsweise für Dark Patterns. Und auch KI spielt da eine Rolle. Das heißt, KI macht es auch für Unternehmen, Dark Patterns anzuwenden, massentauglicher und individualisierbarer. Und da ist es natürlich eine Herausforderung für uns zum Beispiel als Verbraucherin, dass wir uns dagegen aktiv schützen, dass wir uns hier auch nicht Dark Patterns einfach so ausliefern lassen. Und auch, dass es eben eine gesetzliche Regulierung in irgendeiner Form gibt, dass diese eben nicht weiter angewandt werden. Und ja, Hannes, wie ist es denn heute? Wie kann man Dark Patterns am besten vermeiden? Es gibt da wahrscheinlich sehr viele Wege, aber ein Weg, den wir als UX-Professionals auch finden, ist es einmal natürlich moralisch zu designen. Und ein Weg in unseren Augen ist hier den Leitlinien des libertären Paternalismus zu folgen, ein ziemlich sperriges Wort. Aber genau, das ist sozusagen eine Leitlinie, die aussagt, der Mensch hat eigentlich selbst nicht genug Ressourcen, um immer objektiv zu entscheiden. Und man muss ihm sozusagen unter die Arme greifen. Und da gibt es eben verschiedene Ausprägungen. Hier ganz rechts seht ihr den Paternalismus. Das heißt, eigentlich sollten die Entscheidungen der Menschen komplett abgenommen werden. Das ist auch so die Richtung, in die Dark Patterns gehen. Sie wollen den Menschen in eine Richtung drängen. Auf der gegenüberliegenden Seite ist der Libertarismus, das heißt, der Mensch ist frei, er kann komplett frei entscheiden, ist aber auch nicht immer die beste Entscheidung, weil der Mensch auch oftmals nicht gerade clever entscheidet. Und deswegen sind wir der Meinung, der mittlere Weg, der libertäre Paternalismus, bietet dem Menschen eben sozusagen, stupst ihn in eine Richtung, ein leichter Stups in eine Richtung, aber bietet ihm auch die Möglichkeit, sozusagen wieder umzudrehen und frei zu entscheiden, ob er diese Richtung einschlagen möchte oder nicht. Genau. Und da haben wir nochmal das Beispiel von Anfang hier mitgenommen. Das kennt ihr bestimmt auch alle oder habt ihr schon mal gesehen, ein Cookie-Banner, das sozusagen nicht als Dark Pattern designed ist. Und hier ist dem User sozusagen auch frei zu entscheiden, ob er jetzt nur die notwendigen Cookies akzeptiert oder doch alle oder eben in den Einstellungen persönliche Präferenzen vornehmen möchte. Genau. Und damit sind wir am Ende von unserem Vortrag. Wir bedanken uns ganz herzlich. Wir hoffen, ihr konntet noch ein bisschen was mitnehmen. Und wir sind gleich auf jeden Fall sehr gespannt, welche Erfahrungen ihr als UX-Professionals mit Dark Pattern gemacht habt. Vielen Dank.